Regio TV Plus jetzt für euch in Oberwil. Und da sind wir an einer Geschäftsübergabe. Bei mir ist Roland Braun. Roland, habe ich gestimmt beim Durchfahren? Ich meine, seit Jahren die legendäre Aeschlimann-Metzgerei. Jetzt hängt ein Schuldtestschild dran. Was geht da? Das ist ganz einfach. Der Stefan Aeschlimann und ich sind jahrelang ganz gute Kollegen in der Metzgerbranche. Und er ist jetzt 74 und wird jetzt auch in seinen wohlverstandenen Ruhestand gehen. Und wir haben uns gefunden und ich habe mich dann entschieden, jawohl, das machen wir. Wir schauen, dass es hier in Oberwil weitergeht mit der Metzgerei. Und ja, das wär's. Du bist ja in der Metzgergilde kein unbeschriebenes Blatt. Man sieht auch Besucher, die gekommen sind, sind wirklich auch aus dem Medien raus. Wie war dein Werdegang dahinter? Wie bist du überhaupt? Welche Stationen hast du durchgemacht? Also ich habe als 13-Jähriger bin ich Schnupper in der Metzgerei Schad in Fliehen. Dort bin ich einen sehr grossen Dank verpflichtet. Ich durfte dort eine wunderbare Lehre machen. Und dann nach der Lehre bin ich in die Innerschweiz gegangen. Respektive das Berner Oberland, in Meieringen, in Innerkirchen. Dann bin ich wieder zurückgegangen in Metzgerei Schad. Ich durfte dort weitermachen und dort durfte ich meine Schüler besuchen. Wir können entwickeln. Mein Lieblingsfach ist die Wursterei. Und Martin Schad seinerzeit hat mir gesagt, hey, Junge, mach einfach etwas. Und dann habe ich Weiterbildungen besucht in unserer Fachschule in Spiez oben. Und dann bin ich zum Bell Lehrling ausbilden. Und dann hat mir der Hans Schultes angerufen, los, es wäre doch noch etwas für dich. Ich muss einen haben, hier, eine rechte Hand. Und ich durfte 5 Jahre die rechte Hand sein vom Hans Schultes. Und dann irgendwann ist er 70 geworden. Dann habe ich den Hans gefragt, was meinst du, wäre das etwas für mich? Und er hat gesagt, ja, das ist aber schön, dass du weitermachst. Dann habe ich für 3 Jahre die Metzgerei Schultes übernommen in Basel. Und ja, jetzt machen wir ein neues Kapitel hier in Oberwil.